Ich kann jeden durchziehen. Sie dürfen ja gar nicht sitzen. Ja, ich weiß. Aber es gibt sonst keinen anderen Platz, außer in dem nicht sitzbar. Hallo, heute beginnt der Vlog in einem Zug. Wir sind nämlich gerade losgefahren in den Urlaub. Freuen uns total. Wir müssen zwar ziemlich lange fahren jetzt, 8 Stunden lang. Oder ja, jetzt haben wir sogar mit Verspätung auch noch 9 Stunden. Und mal sehen, wie lange wir noch Verspätung haben werden. Vielleicht siehst du das schon. Ich bin in einem abgesperrten Bereich. Es ist heute alles etwas merkwürdig. Also der Zug ist komplett überbefüllt. Oh, sieht man mich überhaupt? Warte mal, mach mal so. Ist das so besser? So? Justus hatte eigentlich sogar die erste Klasse gebucht, aber die ist komplett voll. Also es ist kein einziger Sitzplatz mehr frei. Und es ist schon krass, dass ganz, ganz viele, die eigentlich erste Klasse gebucht hatten, gar nicht da sitzen können, weil keine Plätze frei sind. Also hatten wir uns jetzt hier verschanzt in diesem Abteil. Das ist so ein Essensabteil. Und wir dachten, ja, zum Glück haben wir hier einen Sitzplatz. Aber jetzt wurde hier alles einmal abgesperrt. Also es ist im Moment ein bisschen holprig, der Anfang vom Urlaub. Aber wir lassen uns die Laune natürlich nicht verderben. Wir sind jetzt auch die Einzigen in diesem Abteil, weil wir einfach keinen Platz mehr gefunden haben. Für uns 5. Das ist ja schon eine Menge Plätze, die wir dann auch brauchen. Aber die Schaffnerin oder die Schaffnerhelferin, ich weiß nicht genau, sie versucht jetzt Plätze für uns irgendwo zu finden. Sie geht jetzt die Abteilungen ab. Finde ich total lieb von ihr. Mal sehen, ob sie erfolgreich ist. Also wir müssen jetzt hier leider abwarten. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten unseren nächsten Halt Göttingen. In Göttingen kann leider nicht fahren, die Regionalbahn nach Eschwege. So sieht gerade unser Waggon aus. Es ist komplett abgesperrt. Hallo. Du Verbrecher. Und es gibt keine anderen Sitzplätze. Ja, alles ist voll. Alles. Ist alles. Voll. Alles. Vielen Dank. Nur noch 8 Stunden. So macht das Anreisen in den Urlaub total viel Spaß. Und das erste Mal hat Nancy mir die Verantwortung übergeben, dass ich die ganze Reise gemacht habe. Also vielen Dank, Papi. Oh. Oh, jetzt wird's dunkel. Gut. Damit ist der Vlog auch schon beendet. Hallo Mami. Hallo Clara. Siehst du mich? Ich sehe dich nicht auf der Kamera, aber ein bisschen sehe ich dich. Gleich kriegen wir wieder Licht. Warte mal, da vorne kann man ein bisschen mehr Licht. Oh, oh, da sind wir wieder. Da sitzen wir. Da ist noch ganz, ganz kleine Lampe. Justus hat jetzt gerade was zu essen geholt. Das hebt immer die Laune, was zu futtern. Ich möchte das hier probieren. Okay. Ich möchte auch das probieren. Ja, gerne. Und Elisa hat auch schon eine Brezel bekommen. Ich bin gerade eben noch mal eine Runde gelaufen, um zu gucken, ob noch Plätze frei sind. Aber leider nein. Deshalb bleiben wir im abgesperrten Abteil und futtern uns voll. Nicht so lange. Und Elisa meint auch Spaß hier. Mhm. Sehr abenteuerlich. Ja. Eben waren sie noch Motte. Jetzt, wo es abenteuerlich wird, ist gut. Was gibt es zu essen? Zeig mal. Butter. Butter? Brezel und Butter, ne? Und Salami, aber die wird nur gepopelt. Mhm. Den Deckel holen wir noch schnell. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie folgenden Hinweis. Im hinteren Zugteil der Wagen mit der Ordnungsnummer 25 verkehrt heute leer und verschlossen. Das stimmt gar nicht. Dieser Ordnung, dass im hinteren Zugteil hier sind Leute, kein gastronomisches Angebot steht. Wir wünschen Ihnen trotz all dieser Widrigkeiten erstmal eine angenehme Reise. Ja. Hello, ladies and gentlemen, welcome aboard. Okay, jetzt nochmal auf Englisch. Vielen Dank. Elisa steckt von den Kopf in die Tischdecke. Fettig. Fettig? Ham. Ham. Meine Damen und Herren, der Ausstieg in Kassel in Fahrtrichtung rechts. Oh, Elisa, was machst du? Ja. Schnuller? Ich schlafe. Das zeigt mir, wie gemütlich du schläfst. Mama, ich hab neues Level. Das ist ein neues Level, Clara. Ja. Ich hab Blue und das andere. Mal gucken. Freigemacht und jetzt muss ich nur noch hier alles spielen. Ja, ich bin froh, dass die Kinder ein bisschen Beschäftigung da haben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach München über Fulda und Würzburg. Also wir wissen immer noch nicht, wo es hingeht. Justus hat noch nichts verraten, aber dieser Zug fährt nach München. Und wir sitzen hier jetzt noch ein paar Stunden drin. Nach
München, genau. Wir haben viel Beschäftigung für die Kinder dabei. Ja, Stunulla haben wir auch dabei. Wir haben was zu essen, zu trinken. Justus hat sich natürlich Arbeit mitgebracht. Da, Arbeit. Wir besetzen jetzt hier diese... Oh, Schnuller, vorsichtig, Lisa. Also es wurde leider kein Platz mehr für uns gefunden. Deshalb sitzen wir jetzt weiterhin hier und es beschwert sich auch keiner. Also offensichtlich dürfen wir jetzt weiter hier sitzen im abgesperrten Bereich. Elisa ist jetzt eingeschlafen. Ich bin hier noch am Arbeiten. Ich schneide gerade ein Video von Johann. Geht auch bald weiter auf dem Kanal. Und Justus chillt. Ich habe hier Füße gekrault, damit sie einschläft. Ja. Oh! Süß. Hey, sie ist sie endlich eingeschlummert. War ein bisschen schwierig hier so ungemütlich und so, aber sie schlummert jetzt. Wir sind in München! Man sieht nicht wirklich viel. Ja, aber wir gucken uns da nichts an hier, sondern fahren direkt weiter. Und zwar jetzt nochmal 2 Stunden, glaube ich, ne? Ja. Und dann müssen wir nochmal umsteigen, weil dieser Zug nicht durchfährt. Und dann mit dem Bus oder mit dem Zug weiter. Also irgendwie haben wir heute nicht so viel Glück. Justus ist total fett. Ja, eigentlich sollte der Zug durchfahren jetzt. Aber das tut er nicht. Justus ist in irgendeiner blöden Bushaltestelle. Dann müssen wir nochmal 2 Stunden Bus danach fahren. Es ist echt kein Bock mehr. Ja, aber nun ist es so. Dafür haben wir jetzt aber so ein ganzes Abteil nur für uns. Da ist ein bisschen nass geworden vom Trinken. Ja, die hat auch getrunken. Papi ist fertig mit den Nerven. Ja. Hier ist vielleicht mal, also das war ja geplant, dass wir fast durchfahren. Ja. Da ist immer ein Bus hin und her. Also das wird ja kein normaler Bus sein, also kein Reisebus sein. Das wird wieder irgendein ganz normaler Trendbus sein, wo wir an jeder Dorf egal. Bist du denn so pessimistisch, Justus? Ich bin pessimistisch. Du machst schlechte Laune hier, komm. Das mögen wir nicht, schlechte Laune, stimmt's? Ich will heute noch ankommen. Wir kommen heute noch an. Wenn ich dein Frühstück habe. Und den Kindern macht's Spaß. Für die ist es nämlich ein großes Abenteuer, stimmt's? Ja. Johann, stimmt's? Ja. Johann. Mich an. Siehst du, das kleine Mädchen. Ja. Immer gute Laune. Jedes Abenteuer darf auch gerne mal zu Ende sein. Heute Abend kommen wir bestimmt an. Und dann bin ich aber auch gespannt, wo wir dann landen und wie es da aussieht. Ich habe kein Zimmer mehr. Also ich konnte eben noch so ein bisschen schlafen im Zug. Das hat mir ganz gut getan, weil es doch ziemlich früh gewesen ist heute Morgen. Und ich habe auch noch bis tief in die Nacht Videos geschnitten, damit über den Urlaub auch noch Videos online gehen können. Und jetzt habe ich auch langsam Hunger, Justus. Kriegt man ja was zu essen? Nee, ne? Ich glaube, wir kriegen jetzt im Hotel wieder was zu essen. Also wir haben noch... Hätten wir die nicht gekauft? Ja, wir haben du wolltest das Donuts? Nicht, wollte ich nochmal sagen, ne? Ja, wollte ich auch nicht. Also auf Süßkram habe ich jetzt auch keine Lust. Ja, aber sonst haben wir gar... Ich hätte Lust auf... Hallo Elisa! Ich hätte Lust auf sowas Deftiges oder zumindest ein belegtes Brötchen oder so, aber nichts Süßes. Habe ich dann schnell meine Zeitschrift? Ja klar, nimm dir deine Zeitschrift. Das fahren wir eh noch mal ein bisschen. Der nächste Zug fährt um 17:31, den kriegen wir dann ganz gut. Hör auf so pessimistisch zu sein. 17:31 hast du eben gesagt. Für den Bus. Ach, Kempten, nein, der Zug ab Kempten nach diesem Dorf. Wenn sie gleich vorbeikommt, kannst du ja nochmal fragen, welcher Gleis. Und dann laufen wir dahin, so wie eben schon auch. Laufen. Ich mit Elisa auf dem Arm. Justus mit 1000 Kopf. Danke, Kenny. Cheese. Miese Peter. Guck mal, alle haben Spaß. Bei der Bushaltestelle noch mal 1 Stunde warten. Ja? Das ist nicht mein Einhorn. Seine Ohren sind zu flauschig. Das ist nicht mein Einhorn. Seine Flügel sind zu glatt. Ja, wo ist denn jetzt dein Einhorn? Ja. Dieser, das ist mein Einhorn.
Horn funkelt so schön. Das sind. Jetzt haben wir ihn gefunden. Das ist Papis Einhorn. Seine Mähne ist Seine Ohren. Ach so, seine Ohren. Seine Ohren sind so flauschig. Ach so. Papi, kann ich oben schlafen? Das ist so cool da oben. Wieso? Da sollen Papi und Mami schon die Ohren. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind den restlichen Weg mit Taxi gefahren, weil wir hätten noch mal zweimal umsteigen müssen. Also irgendwie ist diese Bahnstrecke im Moment nicht so ganz so, dass sie durchgängig ist, so wie wir es eigentlich gebucht hatten. Aber manchmal ist das so, ne? Da steckt man nicht hinter. Und jetzt sind wir da. Und jetzt gibt es natürlich eine Roomtour. Und das, was ich hier schon so sehen kann, ist schon sehr, sehr schön. Wir sind natürlich auch hier schon den ganzen Weg gefahren, schon mit Bergen, mit so einer tollen Aussicht. Also ich werde das auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Vlog noch schaffe oder im nächsten, aber... Bergaussicht gibt es auf jeden Fall hier oder mindestens auf Instagram. Also wir fangen an mit Garderobe. Ich drehe dich um. Oben ist das schön. Ja, ich komme gleich nach oben. Ich zeige nur mal hier Eingangsbereich, Garderobe. Da ist Elisa. Sie zieht sich schon mal die Schüchen aus. Dann ist der Spiegel ganz groß. Da ist der Johann. Hallo Johann. Hallo. Und hier ist so Wohn- und Schlafzimmerbereich für die Eltern, würde ich jetzt mal sagen, oder? Eigentlich wäre es andersrum. Oh, da ist ein Hund. Das ist ein Hund? Auf unserer Terrasse ist ein Hund. Auf jeden Fall ist das ziemlich groß. Also allein das Zimmer hier finde ich schon sehr, sehr groß. Finde ich sehr hübsch. Auch so gemütlich mit diesen warmen Lichtern. Also ich finde das hier richtig schön schon. Hier, das Kinderbett steht auch schon bereit für Elisa. Total aufmerksam. Eigentlich sollen die Kinder hier unten schlafen. Ja? Warte, ich gehe gleich nach oben. Es geht nämlich gleich nach oben. Aber hier geht es erstmal um die Ecke ins Bad. So sieht das aus. Richtig modern. Also ich mag solche Armaturen. Nee, das heißt nicht Armatur, sondern Waschbecken. Das finde ich sehr schön. Wir haben drei Waschbecken. Ja, oben auch noch? Ja. Komm, Mami, gleich mal gucken. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal hier. Oben ist mein Bereich. Und hier ist Toilettenbereich. Genau. Dusche, genau. Dusche gibt es hier auch. Und dann gibt es hier noch einen Spiegel. Hallo. Toilettendeckel? Nee, das ist nicht zum Händewaschen. Hier ist zum Händewaschen, Elisa. Hier. Kassel. Genau. So wie immer, ne? Süße? Und das hier? Da kann man Sachen reintun. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Die Kinder haben sich schon Zimmer ausgesucht. Ja, ja. Da oben. Aber das Baby muss dann auch mit oben schlafen. Okay, also hier geht's nach oben. Kommt ja. Johann führt mich, ja? Jetzt bin ich gespannt, wo es denn hier noch hingeht. Hier geht's gleich nochmal zu einem Bad und das ist... Ach du meine Güte, hier ist so ein offenes Bad. Das sieht ja toll aus. Guck mal, wie toll das aussieht. Aussieht. Ja, wie das hier aussieht. Und hier ist noch so ein Bett. Kleiner Fernseher. Ist da noch ein Bad drin? Hier ist ja echt noch ein Bad. Aber ganz schön viel Bad. Dann sind das zwei getrennte Bereiche, also oben und unten. Können sich dann wirklich Kinder und Eltern aufteilen. Das ist immer sehr entspannend dann im Urlaub. Dann hat man auch so ein bisschen als Eltern Urlaub. Wir hatten das ja auch einmal so. Fernsehen, genau. Wir hatten das einmal auch so, dass die Kinder mit uns in einem Zimmer waren. Und das war dann nicht ganz so erholend. Ja, das ist Seife, glaube ich, oder Elisa? Seife gibt es hier auch. Ich finde hier richtig schick aus hier mit dem Badbereich. Elisa, gefällt dir das auch gut? Mhm. Schön, ne? Sieht schick aus. Waschen. Da kann man sich waschen. Ich möchte oben schlafen. Ich denke auch, dass es hier oben... Oh, Vorsicht, Dachschräge. Ich denke auch, dass es hier oben richtig schön für euch ist. Ne? Für euch Kinder. Die Frage ist, wo schläft Elisa? Ich freue mich auch auf das Freibad. Wellnessbereich gibt es hier auch, genau. Wellness. Ich gehen wir mal hier wieder runter. Elisa, langsam, ne? Vielleicht auch eine Wildwasserrutsche. Ne? Mal gucken. Ich weiß nicht. Keine Wildwasserrutsche. Willkommen im Bist Urlaub. Bist du zufrieden erstmal? Ich finde die Zimmeraufteilung sehr, sehr schön. Das ist, oh, was Kinder zu trinken. Weit weg, ne? Was zu trinken? Ich hab Durst. Durst. Wer hat noch Durst? Ich habe Durst. Jetzt waren wir insgesamt wie lange unterwegs? 10 Stunden, Justus? 10, 11 Stunden? Das nächste, was wir machen werden, ist essen gehen. Das ist nicht nur unsere Terrasse,
Die gehört sondern auf andere. Dem Nachbarn? Genau. Deshalb haben wir wahrscheinlich hier den Hund gerade eben gesehen. Der ist in die Gasse gegangen. Ich habe hier auch draußen Hundefutter gesehen. Ach so. Oh, hier gibt's Kekse. Explore Romantik. Dann gehen wir jetzt. Juhu! Kinder fühlen sich wohl. War auch eine lange Reise. Kinder müssen sich jetzt auch erstmal austoben. Justus, lass sie mal. Lass sie mal austoben. Ja, wir werden uns jetzt aber auf den Weg machen, ne? Wir wollen was Herrensessel. Oh, ich freue mich so, dass wir jetzt hier sind. Wir sind endlich angekommen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden. Jetzt gehen wir aber erstmal essen. Abends ist angesagt.